Tierfreundinnen und Tierfreunde. Von unseren vor einer Woche vorgestellten Fundkätzchen ist eines wieder in ihrem vertrauten Zuhause angekommen. Es handelt sich um den rot-weiß getigerten Kater, der nun sicher sehr glücklich ist. Leider hat sich für das schwarze Katzenmädchen kein Besitzer gemeldet und auch kein Interessent gefunden. Das Morle wartet dringend auf ein Leben in Freiheit und auf Verehrer schwarzer Mützen. Heute stellen wir zunächst einen Cockerspaniel-Mischling vor, den man eigentlich sofort adoptieren möchte. Er lief am 14. Oktober allein in Tüttlingen herum. Damit der junge Hund nicht auf der stark befahrenen Straße von und nach Erfurt überfahren wird, haben ihn die Finder zu Archenoa gebracht. Er wird auf ungefähr ein Jahr geschätzt und hat leider noch keinen Chip. Nun ist das freundliche Kerlchen schon mehrere Tage im Tierschutz und es hat ihn offenbar noch niemand gesucht. Tierheimleiterin Katrin Mattes hofft, dass der kleine Rüde auf diesem Weg erkannt und abgeholt wird. Oft erkennen ja auch Nachbarn oder Freunde der Besitzer das Tier. Das Hündchen ist absolut stubenrein und hat mit Sicherheit in einer Wohnung gelebt. Er ist sehr menschenbezogen und spielt mit seiner Pflegerin Annika Kleinhammer leidenschaftlich gern. Natürlich kann man auch damit rechnen, dass solch ein kleines Wesen einfach ausgesetzt wurde. Dann sucht die Archenoa für den süßen, verantwortungsvolle Menschen, die ihm ein sicheres, liebevolles Zuhause geben wollen. Die zweite Vorstellung hat eine sehr schön getigerte Katzendame. Sie wollte sich ein neues Zuhause bei einer jungen Frau in Tambach-Wietharz aussuchen. Allerdings hat die Auserwählte eine Katzenhaarallergie und konnte sich um die Besucherin nicht kümmern. Da die Nietze aber nicht aufgab und gar nicht wieder gehen wollte, brachte die junge Frau sie zu Archenoa. Die Katze wird auf ungefähr 8 Jahre geschätzt. Tierheimleiterin Katrin Mattes glaubt, dass das Tigerchen immer mit Freigang gelebt hat, denn ihre Ohren zeigen deutliche Spuren von so manchen Katzenkampf. Vielleicht hat sie Glück und wird gleich von ihren Besitzern erkannt und abgeholt.